Ja, wir haben uns vorgenommen, auf dem Kongress einen Vortrag zu dem Status unseres autonomen Systems zu halten. Und bevor wir den aktuellen Status mal darstellen, wollen wir eigentlich mal erklären, warum wir das überhaupt getan haben. Und aus welchen Problemen heraus wir überhaupt dahin gekommen sind, dass wir halt ein eigenes RS haben. Und welche Schritte wir dafür getan haben, das zu bekommen. Und warum das aus verschiedenen Gründen vielleicht sinnvoll ist. Und was vielleicht dabei nicht so gut ist. Und wie es funktioniert. Und wie es funktioniert, ja, genau. Zuerst, betrieben wird das autonome System im Grunde von einem Team von verschiedenen Menschen. Die legale Entität, in dem das betrieben wird, ist der Freifunk Rheinland e.V. Das heißt, der ist derjenige, der sozusagen dann rechtlich da als Organisation steht. Und das Team besteht aktuell aus 4 Personen, plus einer besonderen Person, dem Mr. Appius. Das ist zu meiner Rechten Barossa. Ich heiße Thomas, das ist Lars, Olli und Daniel. Genau. So. Ja, die Frage, die sich ja manche Menschen stellen, und wollen wir erläutern, warum wir überhaupt da gekommen, dass wir halt selber Provider geworden sind. Als ich zu Freifunk dazu gekommen bin, das war irgendwann im letzten Jahr, glaube ich. Haben wir halt hauptsächlich irgendwelche ausländischen VPN-Anbieter benutzt. Das heißt, der VPN, der konzentriert wurde auf ein Serversystem, über das halt verschiedene Knoten zu dem Zeitpunkt, ca. 200, halt auf das Internet zugegriffen haben. Damit kommen halt verschiedene Probleme ans Tageslicht. Das ist halt hauptsächlich Verbindungsperformance, aber irgendwann hat man halt auch eine maximale Anzahl Verbindungen vielleicht erreicht. Genau, dann haben wir das Thema, dass es halt sozusagen gefühlt irgendwie auch eine Grauzone ist. Das heißt, speziell wenn man halt mit irgendwelchen öffentlichen Institutionen oder sowas spricht, dann haben die halt ein negatives Bauchgefühl, überhaupt irgendwie mit jemandem zusammenzuarbeiten, der seinen Traffic im Ausland ausgibt. Auch wenn das vielleicht nicht verboten ist, fühlt sich das vielleicht aber auch komisch an. Oder Menschen glauben, es sei verboten. Genau. Und zu dem Zeitpunkt war halt die Performance mies. Und da war Mick da, der sitzt da vorne. Genau, er hat Oliver getroffen, die haben miteinander gesprochen und Daniel war auch dabei und dann kam es so, dass... Dann kam sozusagen die Idee, wie macht man das denn jetzt richtig, so dass es skaliert und dass man das vielleicht in Deutschland tut. Und so sind die Ideen wurden entstanden, dann halt eigentlich das zu tun, was ein normaler Provider auch tut. Ja. Das heißt, was tut ein normaler Provider? Der holt sich irgendwoher IP-Adressen. Und der besorgt sich irgendwoher halt ein autonomes System. Olli wusste schon, was das ist. ich hatte da auch schon mit zu tun. Und hauptsächlich haben wir dann noch ein anderes Problem damit gelöst, dass wir vielleicht einen Hosting-Anbieter, bei dem man sich eine Kiste mietet und da Traffic ausgibt, hat. Und zwar ist das Appius-Problem. Das heißt, ich kann zwar auf einem Subnetz einen Appius-Kontakt eintragen, aber der Appius-Kontakt wird halt nicht in allen Belangen kontaktiert, sondern in manchen Belangen wird halt auch der Betreiber eines autonomen Systems quasi kontaktiert. Was jetzt so bei Hosting-Servern relativ doof ist, der macht nämlich zum Beispiel ein Hexer, die Kiste einfach aus. Genau. Fragt dann warum. Es kommt dann halt auf die Freundlichkeit und die auf das Intervall an, in dem solche Dinge passieren. Genau, das heißt, wir brauchten im Grunde IP-Adressen, wir wollten eigentlich Redundanz haben und wir wollten eigentlich das Routing selber bestimmen. Genau, der Weg, der dann da ist, um das zu tun, heißt im Grunde dann halt ein autonomes System. Was ist ein autonomes System? Die Definition davon, die heißt einfach, dass jetzt mehrere Router existieren, die unter einer administrativen Kontrolle stehen. Das heißt, wir betreiben momentan halt 6 Router, von denen 2 tot sind. Und die werden halt von einer Gruppe von Personen betrieben. Das ist dann halt per Definition ein autonomes System. Ein Verbund von Routern, die untereinander Daten austauschen und sich nach außen als eine Einheit dann halt darstellen. Ja. Das autonome System, was wir halt bekommen haben, wie man das bekommt, erzähle ich gleich nochmal. Das heißt AS201701, für die sich gefragt haben, wo diese Nummer herkommt, die bekommt man zugewiesen von der RIPE in Europa. Und darfst du ein Zitat bringen? Ja, das ist, beziehungsweise zitieren, die ganz normale Provider-Technologie. Das hat ein uns sehr wohlgesonnener Mensch aus Karlsruhe gesagt, der GPN. Nur Freifunk davor werden gesagt, ja, dann machen wir da ein Backbone und das ist dann die ganz normale Provider-Technologie, damit war die ganze Abhandlung erledigt. Ja. Wir wollen vielleicht noch ein bisschen weiter. Genau. Die RIPE, die habe ich gerade erwähnt. Die RIPE ist eine von verschiedenen Regional Internet Registries. Da gibt es halt noch welche für andere Kontinente. Die RIPE ist die für den europäischen Kontinent.
die Verteilung für diese regionalen Internet Breakers Fees sieht man jetzt auf der Karte mal. Genau, was man tun muss, ist im Grunde, man muss eine Local Internet Registry werden. Das ist sozusagen in der Hierarchie ein Leben tiefer, das heißt, man wird selber Mitglied und man bekommt dann halt einen IP-Adressblock zugewiesen und kann den nutzen. Man kann halt auch autonome Systeme dann halt autonome Systemnummern dann beantragen. Daher kommt die Zahl 201701, dass wir haben halt den Antrag gestellt, ein autonomes System zu bekommen. Und die haben uns diese Zahlen dazu gewiesen. Und das ist die, mit denen unsere Router sich gegenüber anderen Routern identifizieren. Ja, AS haben wir gerade gesagt, sind im Grunde ein Zusammenschluss von autonomen Systemen. Wir sind im Grunde ein Zusammenschluss von Routern und wir bilden ein autonomes System. Das heißt, ein autonomes System kann aus einem Router bestehen, kann aus zwei Routern bestehen, kann auch aus Tausenden von Routern bestehen. Und die treten nach außen hin gegenüber anderen immer mit derselben autonomen Systemnummer auf. Daran ist das zu erkennen. Und ein Weg zu einem Ziel im Internet, also man kann sich das so vorstellen, dass dass man sozusagen im normalen Heimnetzwerk hat man ja ein Subnetz, das weiß nicht, 192.168 irgendetwas. Und in diesem Subnetz gibt es halt, eine Fritzbox zum Beispiel, und diese Fritzbox, die hat halt eine IP-Adresse und die ist das Gateway. Die trägt man im PC ein, das ist dann vielleicht die 1 oder sowas. Und der Computer, der schickt alles halt zu dieser Fritzbox hin, was er selber nicht kennt. In der Regel hat der Computer halt nur eine Netzwerkverbindung, das heißt, er kennt das lokale Netzwerk, die ist 192.168 irgendwas. Und alles andere, was er nicht kennt, schickt er zu dem Default Gateway hin, oder Default Router. Das heißt, der kennt dann halt alles weitere. In dem Fall hat der halt eine Verbindung zur Telekom, die dann halt alles weiterschicken kann. Im Internet hat man erstmal gar keine Routen, das heißt, man kennt nur die direkt miteinander verbundenen Netzwerke. Das heißt, ein Router, der halt sozusagen jetzt mit anderen Netzwerken verbunden ist, bekommt die Informationen per BGP, das ist ein Routing-Protokoll, welche Netzwerke sozusagen von diesem anderen autonomen System gehostet werden. Das heißt, welche Netze sind in diesem autonomen System vorhanden, darüber tauschen sich die Router per BGP aus. Das heißt, man hat nicht nur, man kennt nicht nur das eigene Netzwerk später in der Routing-Tabelle, sondern man hat dann halt auch die Netzwerke der direkten Nachbarn. Das nennt man dann Peering. Das heißt, eine Verbindung zwischen AS3 und AS2 in diesem Schaubild, das nennt man dann Peering. Das heißt, wenn die jetzt miteinander peeren, kann der AS3 die Routen von Netzwerke von AS2 und das AS2 kennt die Netzwerke von AS3. Das heißt, die tauschen Netzwerke aus, dann können die direkt miteinander reden. Dadurch erreicht aber jetzt im Grunde AS3 noch nicht alle anderen autonomen Systeme. Dafür braucht man was anderes, das ist sogenannte Transit. Das heißt, in dem Fall, wenn ein autonomes System Datenverkehr entgegennimmt, nicht für das autonome System bestimmt ist, dann spricht man von Transit. Das heißt, das macht zum Beispiel Level 3, das ist ein großer Transit-Provider, das macht American Electric, das macht Telia Sonera, AT&T, die nehmen Datenverkehr an und schicken den für Geld dann halt an das eigentliche Ziel, was man selber nicht direkt erreicht. Jetzt gibt es sozusagen eine Metrik, nach der entschieden werden muss, welchen Weg man nimmt. Das ist in dem Fall dann halt in erster Linie erstmal die Anzahl der autonomen Systeme auf dem Weg zwischen mir, der Quelle und dem Ziel. Das heißt, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, kann das ja beliebig komplex miteinander verwoben sein. Und für jedes Zielnetzwerk, was ich erreichen will, was ich ja entweder bei einem Transit gelernt habe oder bei einem direktes Peering, das heißt die Verbindung mit einem anderen autonomen System, kann ich sozusagen vorhersagen, wie viele autonome Systeme auf dem Weg dazwischen liegen. Der Optimalfall ist, ich bin direkt verbunden, das sind halt sozusagen direkt gepeert. Es kann aber auch sein, dass dann halt noch sehr viele andere autonome Systeme dazwischen liegen. Zum Beispiel habe ich vielleicht zwei Transit-Provider, der eine ist besser mit einem Zielnetzwerk konnektiert, der andere schlechter. Dann habe ich vielleicht auf dem einen Pfad, dann habe ich vielleicht auf dem einen Pfad dann drei autonome Systeme, auf dem anderen nur zwei. Und danach wird dann die Routing-Entscheidung getroffen. Das heißt, das ist halt die hauptsächliche Metrik, unter der das entschieden wird. Ja, Default Free Zone, das ist die Bezeichnung dafür, was ich gerade erklärt habe. Das heißt, es gibt eine Zone, in der existiert per Default erstmal gar keine Routen. Das heißt, es gibt keinen Default-Router, den ich alles schicken kann. Ich weiß erstmal gar nichts, bis ich entweder ein Netzwerk gepeert habe, dann kenne ich die Routen des Netzwerks, oder bis ich einen Transit-Provider habe, der alle anderen Netzwerke kennt. Das ist die Default Free Zone. In der Default Free Zone existieren zurzeit halt um die 550.000 Routen. Das ist mal die Grafik der Entwicklung, wie viele Routen, man spricht da auch von Präfixen, Routenpräfix ist so ein bisschen synonym zu verstehen in dem Kontext, sind das halt, das ist so die Entwicklung seit 1990, wo man da grafisch dargestellt hat, dass man sieht, wie diese Routeninformation in dieser Default-Free-Zone angewachsen ist. Das ist halt hauptsächlich auch ein Speicherproblem, weil man halt früher vielleicht nicht daran gedacht hat, dass die Router so viel Speicher brauchen, um so viele Routen zu verarbeiten. Ja. Genau.
Ja. Dann haben wir einen Adressblock bekommen von der RIDE. Und wir haben diesen Adressblock im Grunde dann halt einmal kleiner geschnitten. Das heißt, wir haben einen großen Adressblock bekommen, das heißt groß, gibt jetzt nur noch 1/22, das sind 4×24, das heißt 1024 IP-Adressen. Und wir haben diesen Adressblock dann klein geschnitten in /24. /24 ist die Größe an Subnets, die man in dieser Default-Free-Zone an andere kommunizieren kann, ohne dass die irgendwo gefiltert wird. Weil wir haben ja gerade die Grafik gesehen, es sind 550.000 Routen, verschiedene Routen, die man halt lernt, wenn man sich mit Transit verbindet. Wenn jetzt jeder seine Netzwerke in kleinere Stückchen teilen würde, dann würde diese Routenanzahl halt exorbitant steigen. So, darum ist sozusagen ja, in den meisten Fällen Konsens, dass man ein Netzwerk nicht kleiner macht als /24. Es mag in Ausnahmefällen vielleicht gehen, aber in der Regel funktioniert das nicht. Mit aktuellen Diskussionen statt. /22 ist in Asien mittlerweile recht kommen und es wird auch in Europa und in den USA kommen nächsten Jahr. 25, das ist kleiner, spezifischer. Und weil es aufgrund des Mangels an Space einfach Probleme laufen, dass der Traffic nicht mehr optimal Fahrt nehmen kann, einfach weil kein B-Space da ist. Ja. Deswegen wird es weiter deaggregiert, wenn die Situation beschimmer werden. Ja, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben diesen IP-Adressraum aufgeteilt. Verschiedene Standorte. Dafür muss man noch was anderes über Routing generell wissen. Ein spezifischeres Präfix, wenn ich jetzt eine Liste von Routen in meiner Routing-Tabelle habe, dann gewinnt immer der spezifische Eintrag. Das heißt, wenn man jetzt sich das mal anschaut, hier haben wir im Grunde halt einmal das /22, das ist unser generelles Präfix, und wir haben ein standortgebundenes Präfix /24. Und es würden beide Informationen bei einem fremden Router in der Routing-Tabelle stehen, dann wird er sich immer für das /24 entscheiden. Das ist ein Grundsatz. Das heißt, wir haben jetzt pro Standort 1/24 zugeordnet. Damit erreichen wir, dass aller Datenverkehr, der zu diesen IP-Adressen hin möchte, immer auch zu Routern geht, die in diesem Standort sind. Sollte der Standort aus irgendwelchen Gründen irgendwann mal nicht verfügbar sein, so wie jetzt gerade unser Port in Frankfurt, dann geht der Datenverkehr automatisch zu anderen Standorten. Weil wir haben ja überall noch das /22 mit dran gehängt. Dass wenn Frankfurt an sich halt tot ist, dann kommt das entweder in Berlin an oder es kommt in Düsseldorf an. Automatisch, ohne dass wir irgendwas tun müssen, weil das spezifischere Präfix verschwindet, wenn beide Router sterben und der Datenverkehr trifft dann halt einfach in Berlin oder in Düsseldorf an. Genau. Das ist der Grund, warum wir unser Netz in kleinere Stückchen unterteilt haben. Jo, was du? Das ist eine Topologie, die wir aufgebaut haben. Das Netz, so wie es da steht, haben wir aufgebaut. So im September 2014 haben wir es gemacht, bis in Oktober rein, bevor ich das Land verlassen habe. Es ging los mit Frankfurt und Düsseldorf, das haben wir am selben Tag gemacht. Der Thomas ist nach Berlin gefahren, ich bin nach Frankfurt gefahren, wir haben die Sachen eingeschraubt, online genommen und damit waren wir erstmal da, damit waren wir Teil des Internets. Aber auch später im Oktober ist Düsseldorf dazugekommen. Dann war Kongress, da haben wir uns was erzählt hier. Dann war Januar, da sah es immer noch so aus. So war Februar. So März. Im Mai sind wir nach Amsterdam gereist, zum Hype-Meeting, wo sich Kuala alle treffen. Haben da mal ein bisschen umgehört, ob man Ressourcen bekommen kann. Im Juni sah es dann auch so aus. Im Juli sah es noch so aus. Im August sah es immer noch so aus. Aber im September, da ist was passiert. Ja. Da ist ein neuer Link hinzugekommen. Oder? Das war nicht intended. Da ist der Philipp Conversion Internet Exchange angeschlossen worden mit 10 Gigabit. Dann haben wir. Hast du das Datum bekommen vor? Nee. Es ist auf Twitter, ihr könnt es auf Twitter gegangen. Das war aber relativ schmerzend verbunden, den online zu nehmen, den Port. Die Voraussetzung dafür ist halt erstmal, dass man überhaupt 10 Gigabit Netzwerk-Interface hat. Das heißt, man muss irgendwie dafür sorgen, dass der Router überhaupt diese 10 Gigabit Verbindung irgendwie halt gesteckt bekommen kann. Und wenn wir von Router sprechen, sprechen wir eigentlich von Serversystemen.
Das heißt, wir verwenden halt eine Linux-basierte Routing-Plattform. Am Anfang sind wir dabei mit Quagga gestartet und haben das später halt Richtung Word migriert, weil wir mit Quagga verschiedene Schmerzen hatten, die wir dadurch heilen konnten, dass wir Word verwendet haben. dann haben wir halt diese 10 Gigabit Netzwerkkarte eingebaut und wir haben dann festgestellt, dass es vielleicht ohne irgendeine Konfigurationsänderung vorzunehmen keine gute Idee, weil es hat halt erstmal zu Accidental Link Loss geführt, das heißt, der Port ist einfach offline gegangen, einfach mal so. Und das hing daran, dass die Firmware auf der Karte halt einfach kaputt war. Das heißt, die gibt es auch nicht mehr aktueller als die, die da drauf war. Und für das, was wir tun, scheint das irgendwie nicht das optimale Produkt zu sein. Also was ihr nicht kaufen wollt, sind HP NetXen, ja, Plätze, genau. Finger weg, niemals einsetzen. Ja. Ich mag als Host vielleicht taugen, aber fürs Routing taugt das überhaupt nicht. Ja, das ist so. Der linke Daumen ist hart geflappt und es ist mitgeteilt worden, dass die witzigste Frage hat, weil Jungs irgendwie der linke dauert an und aus. Ja. Das glaube ich nicht richtig. Ja. Ja, das hatte zur Folge, dass wir im Grunde einmal die Netzwerkkarte tauschen mussten und wir haben dann diese NetZen-Karten gegen eine Mellanox-Karten getauscht, die wir freundlicherweise von einem Berliner Freifunker bekommen haben. Das war sehr nett. Und dann hatten wir allerdings ein neues Problem, weil dann hat nämlich unser Kernel gepanickt. Das hat das eine Problem gelöst, ein neues Problem da. Ja, das haben wir dann erstmal versucht dadurch zu heilen, dass der Taktpatch implementiert wurde. Das heißt, wir haben halt einen Stacktrace halt gehabt. Die Kiste panickte in 30 Minuten Takt. Mit dem Taktpatch panickte sie aber am Tag. Ja. Ja, die endgültige Lösung hat uns dann Lars gebracht. Wir sind jetzt auf einem Stable CentOS Kernel und benutzen Debian, ja. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Seitdem haben wir keine Schmerzen mehr und die Router laufen halt ziemlich stabil. Einfach, genau. Der Kernel ist so alt, dass ich mich mal traue, die Version zu sagen. Nee, der Grund war halt, dass es dann quasi eine voll supportete Konfiguration. Ja. Weil CentOS supported und die Hardware supported und dann hätten wir quasi versucht, den Hersteller hinzuzuziehen. Das ist ja unser Problem, löst, aber es gibt ja dann auch nicht. Ja, genau. Ja, richtig. Genau. Ja, es gab noch was dazu. So, ja. Zwei Wochen später. Der E6 in Berlin. Das sind jetzt ja auch hinter der 2 links. Das hat er eigentlich nicht. Das Layer 3 hat er nie, Layer 2 nicht. Sprich, da ist ein Switch auf unserer Seite zwischen. Ja. Das einzige Ding, der rausgeht. Auch beide Router sind konnektiert am Exchange. Das ging dann relativ schmerzfrei, nachdem wir die Netzwerkkarten halt schon involviert hatten. Ja. Die halt noch funktionieren. Genau. Was lief. Das war viel schmerzfreier als beim V6. Ja. Ja, wir haben dann die Holding Policy angepasst, wie er schon mal sagte. Ja. Also wir haben Word angezündet. Quagga angezündet, genau. Wir haben herausgefunden, dass das dass Quagga am besten performt, wenn man es kurz bevor es produktiv geht, gegen Word ersetzt. Und das haben wir dann auch getan. So notwendig erst dann, wenn es schon produktiv war. Genau. Also was ist halt, was Quagga halt gemacht hat, war, dass die Routen nicht korrekt in der Forwarding Table gelandet sind. Die Information, die Quagga hatte, die Routing Table, die in dem Quagga drin war, die war korrekt. Mhm. Wäre das im Linux-Kernel drin gewesen, hätte das Forwarding funktioniert, hat es aber nicht. Es gab bei uns Default-Routen für Backup-Zwecke, falls mal das BGP down geht. Ja. Da gab es dann Routing-Loops zwischen dem Default-Gateway und uns, weil das wieder zum Zug geroutet hat. Wir haben es zum Default-Gateway geroutet und das ist wunderbar. Ja. Hier ist ein Preis und das ist kaputt. Und dann schauen wir uns jetzt an und dann kann man Quagga durchtreten. Anders fackelt alles. Ja, es gibt zwei verschiedene Dinge, die man in dem Kontext nochmal erwähnen kann. Das eine ist halt die Root Information Base, das andere ist die Forward Information Base. In der einen werden die Informationen über alle bekannten Routen gesammelt. Das heißt, darin tauchen alle BGP-Pfade auf, die bekannt sind, um zu einem Subnetz hinzukommen. In der anderen landen nur die Routen, die aktiv selektiert wurden. Das heißt, wenn ich jetzt 10 verschiedene Routen habe, davon sind dann vielleicht 2 gleich gut und am kürzesten, dann werden nur die 2, die gleich gut sind, in die eigentliche Forwarding übernommen. Das heißt, in die ganz normale Kernel-Routing-Tabelle. Und das hat halt in dem Fall nicht funktioniert. Ich hatte immer die Nase voll am Wochenende, wo ich feierte. Ja. Und habe dann mal angefangen, das Ganze zu übersetzen von Quagga Word, das in Word auch nochmal schöner und richtiger und toller zu machen. Hat dann 2 Tage Arbeit gekostet und das, was nicht letztes wieder alles rausgekommen, was so 1300 Zeilen Konfigurationscode hat. Ja, wir haben eine Pre-Version davon auch veröffentlicht, glaube ich. Sogar mit BGP, IBGP-Passwort.
Das IBM passt. Das sind ja keine Garnformationen in der Konfiguration. Das kann man ja. Immer das Transparenz. Transparenz ist. Das ist ja auch ein kommunistisches Verhältnis. Mittlerweile ist es auch erledigt, also es ist getauscht worden. Ja. Bis er Attacken braucht er nicht. Genau. Nicht funktioniert. Ja. Was noch passiert? Ja. Hier sind zwei Dinge passiert. Drei eigentlich. Mhm. Das erste Gefährte ist, dass in Düsseldorf der ASICS angeschlossen worden ist mit 10 Gig an einen der Router. Über den selben physikalischen Port haben wir einen Transport nach Berlin bekommen hier. Das ist in der Mitte. Das ist ein L2-VPN, das heißt, das ist eine Infrastruktur, die ist ASICS und die muss auch einen Tunnel konfigurieren mit der Bandbreite von 1 Gigabit und den können wir voll machen. Der Traffic, der vorher von Berlin nach Düsseldorf musste, der musste über Kretunnel, das sind diese beiden parallelen Wege hier, wie man hier sieht. Dieser hier, das ist ein Kretunnel. Die Performance naturgemäß relativ schlecht und das L2-VPN haben wir da aktuell null Traffic drauf, alles geht über den ASICS, was recht schön ist. Was wir jetzt halt mitbekommen haben, ist für die Hamburger ASICS-Port hier. Ja, genau. Die haben auch einen bekommen und jetzt hat hier noch einen Transport bekommen von Hamburg nach Berlin. Deswegen haben wir hier direkt noch einen Transit zum Frei von Hamburg. Wir sind deren Transit und die sind unser Transit. Ja. Bilateral Transit ist relativ selten da draußen. Ja. Haben wir aber in dem Fall auf jeden Fall. Das ist aber dann konfiguriert. Ja. Wir haben jetzt mal von ASICS und B6 gesprochen, von Internet Exchanges. Im Grunde, für alle, die sich darunter noch nichts vorstellen können, ein Internet Exchange kann man sich im Grunde vorstellen wie einen großen Switch. Der ist halt ausgedehnt, entweder an einem Standort wie Frankfurt. Der kann aber auch total verteilt sein wie der Neutral Internet Exchange, zu dem wir gleich nochmal kommen. Dann hat der vielleicht 130 Standorte, der Switch. Das heißt, die sind alle miteinander verbunden. Das ist aber alles ein großes LAN-Segment. Und genau, und was man da jetzt tun kann, ist, man kann halt können gucken, wer ist da noch verbunden und man kann zu anderen Menschen hingehen und sagen, so, wir sind halt in demselben LAN-Segment, lass doch mal miteinander peeren und man konfiguriert dann halt so eine BGP-Session zwischen seinem autonomen System und zwischen dem autonomen System eines anderen und diese autonomen Systeme reden dann miteinander und tauschen die Routing-Informationen aus, wie wir das dann ganz am Anfang gesehen haben. Und dann gibt es bei einem Internet Exchange noch so etwas wie einen Route-Server. Route-Server werden halt von einem Internet Exchange betrieben. Und der Route-Server, der gibt sozusagen konzentriert die Routeninformation weiter, dass man kein Full Mesh bauen muss zwischen den Standorten, sondern dass man sozusagen das mit dem Route-Server verbindet und von dem alle Informationen dann bekommt über die Leute, die auch mit dem Route-Server verbunden sind. Das heißt, damit erreicht man halt schon ziemlich viele. Es gibt welche, die haben eine Policy, dass sie nicht an den Route-Server connecten, sowas wie der DFN. Das ist auch der einzige Peer, für den wir einen Vertrag unterschrieben haben, glaube ich. Und das ist im Grunde der Hintergrund, warum Internet Exchanges, ASICS, BASICS, NLAX, genau. Noch ein Detail, als wir diesen Link dazwischen angemacht haben, zeige ich einmal, als wir das Ding konfiguriert hatten, waren das so Anschalten und 200 Mbit Traffic, um auch die Dimensionen zu zeigen. Das ist halt durch das öffentliche Internet vorgegangen, enkapsuliert im Gerät und später dann halt über die direkte Strecke. Dann hatten wir noch einen anderen interessanten Vorfall, da kommen wir gleich noch später zu, ne? Vorfälle kommen alle. Ja, genau. Das kommt später. Ja, noch der NLAX, wie man es gerade erwähnt hat, der Neutral Internet Exchange. Der hieß mal Netherlands Internet Exchange und hat eine relativ große verteilte Plattform in Niederlanden betrieben. Mittlerweile auch in Deutschland, ich glaube auch in UK zu vertreten. Wir haben halt 130 Standorte in Europa, der Neutral Internet Exchange. Und ein Gigabit-Port von denen. Genau. In Summe an drei Standorten, in Frankfurt, in Berlin und in Düsseldorf. Und den konnektiert jetzt mittlerweile halt Berlin. Düsseldorf ist ja Cross-Connect geordert. Cross-Connect ist im Grunde im Location-Umfeld ein langes Kabel. Das nennt man vielleicht auch Private Network Interconnect. Das ist halt synonym. Und das verbindet einen quasi aus seinem Rack mit einem fremden Rack. So, das heißt, man hat im Grunde ein Patch-Panel in seinem Rack drin und sagt dann dem Co-Location-Anbieter wie in der Interaction zum Beispiel Bescheid oder an das Speedboom Bescheid, ich möchte gerne verbunden werden mit Carrier XY auf dem Patch-Panel-Port sowieso. Das nennt man dann die MAC. Das heißt, es gibt immer so eine Information, welcher Port auf welchem Panel, bei welchem Rack und die teilt man dem Co-Location-Anbieter mit und der steckt dann quasi eine Verbindung von dem einen Rack zu dem anderen Rack. Und darüber kann man dann halt Daten austauschen. In dem Fall binden wir uns darüber zum Beispiel an die Internet-Exchanges an. Das heißt, wenn wir so einen Internet-Exchange an den Router anstöpseln, dann ist der erste Schritt halt, dass man zu dem Co-Location-Anbieter halt hingeht und dem sagt, ich hätte gerne einen Cross-Connect.
zu dem Markt sowieso und dann steckt er den und sagt, okay, dann ist der nächste Schritt im Grunde, dass man den Port bei sich ja auch in den Router reinsteckt und dann landet man erstmal so in seinem Quarantäne laden. Da kann man nichts kaputt machen, da guckt der Internet Exchange dann, ob der Router vielleicht auch Müll verschickt oder ob der Router halt Heißen gesendet oder ob der irgendwelchen anderen Köpfe Scheiß macht. Das haben wir bis jetzt noch nicht getan. Aber ja, man sollte halt gewisse Sachen einfach tun, um das zu verhindern. Gibt es halt ganz nette Dokumentation vom AMSIX zu, was man tun kann auf einem Linux-Router, um nicht negativ an einem Exchange aufzufallen. Das haben wir vorher gelesen und haben das getan. Ja, genau. Ja, der PNI kann aber auch für was anderes sein. Das haben wir zum Beispiel auch in der SIS-11 in Berlin, um von denen im Grunde halt auch die Transit zu bekommen. Ja, ja. Nicht direkt aktuell, ja. Ja, aktuell. Die Situation ist die, dass in Frankfurt alles abgeraubt ist innerhalb von 3 Tagen. Dass der Herr sich verabschiedet, dann der zweite. Also wirklich Hardware kaputt. Die ist kaputt. So. Während der eine noch lebte, habe ich versucht, auf dem anderen durch das IP reinzuzugreifen, den Powerbutton gedrückt. Es passiert genau gar nichts. Wenn man die Spannung in den CPU ablesen wollte, stand einfach so, none. Bei den Fadenwerten stand dann, none. Bei der Spannungsversorgung vom Netzteil stand da so, none. So, dann passiert nichts mehr. Und der zweite Router hat es dann auch verabschiedet, da habe ich auch nicht mehr dazu gehört. Wir können remote schalten lassen, es gibt dann die Möglichkeit, den Strom loszuschalten und den Strom wieder draufzugeben. Dann kommt der eine von den beiden wieder hoch und verabschiedet sich nach Stunden wieder. Das ist die aktuelle Situation. Ja. Ja, es eskaliert etwas. Also das ist vielleicht auch mal so eine Sache, die man daraus mitnehmen kann. Wenn man jetzt irgendwie versucht, eine Plattform zu schaffen, die halt Traffic verträgt, dann wird das halt auch genutzt und das ist im Grunde jetzt das Ergebnis davon. Es ist halt konstant mehr. Am Anfang sind wir halt mit 0 Mbit gestartet vor einem Jahr, jetzt sind es halt 4 Gigabit. Das ist eine interessante Wachstumsrate auf jeden Fall. Und man müsste sich mal bewusst machen, wir kriegen vieles kostenlos, also wir kriegen fast alles kostenlos. Alle Exchanges, die Thomas und Olli gerade genannt haben, sponsern uns die Ports, für die man normalerweise ernsthaft viel Geld zahlt, monatlich. Diese ganzen Cross-Connects, diese Kabel sind teurer als im Mediamarkt, monatlich. Wow. Also man zahlt zu nennen, man kann halt damit rechnen, dass so ein Cross-Connect zwischen 50 und 70 Euro im Monat kostet. Also und dafür, dass da ein Kabel steckt. Genau, dafür macht der Colocation-Anbieter nichts anderes als ein Kabel stecken. Genau. Und der kassiert dann das Setup-Gebühr dafür. Ja, das ist so. Freistellig. Und jetzt sind wir nur bei den Anschlüssen, dadurch, dass wir dann noch Traffic durchschieben, würden wir auch noch bezahlen. Mindestens so 40 bis 50 Cent pro Mbit, also mal 4.000. Das ist jetzt so ein politischer Hintergrund im Grunde. Man kann halt entweder mit allen Menschen peeren, die es auf der Welt gibt, dann erreicht man halt auch alle 550.000 Netzwerke, muss man ein bisschen Transport kaufen in andere Kontinente und so, das kann man halt schon machen. Das ist halt aber von einem größeren Geldwerk abhängig, darum macht man das in der Regel nicht, seit man ist Google. Dann nimmt man besser halt einen Transit-Provider. Der Transit-Provider, sowas wie eine Level 3, die sind halt connected in ganz viele Netzwerke und die bezahlt man dafür. Und das ist das, was Max gerade sagte, das kostet halt ungefähr 40 Cent, je nachdem, zu welchem Netzwerk man das halt hinschieben möchte. Das Peering ist in der Regel halt Zero Settlement, das bedeutet, man zahlt gegenseitig nichts. Das heißt, man zahlt seinen eigenen Scheiß, der andere zahlt seinen Scheiß und dann ist alles gut. Das war eigentlich bis jetzt immer Usus, bis es halt jemand gab, so der dachte, Mensch, lass mal alle Menschen, die hinter meinem DSL hängen, was ich Menschen anbiete, nutzen, um andere Content-Anbieter damit zu erpressen, dass ich sozusagen... Weil wenn ich jetzt sozusagen die Marktmacht habe, dass ganz viele Access-Kunden an mir dranhängen mit DSL, ja, und die möchten alle zu einem Content-Anbieter hin, dann hat der Content-Anbieter ja Interesse daran, dass er seinen Datenverkehr loswerdet an diese Menschen. Weil der möchte ja, dass sein Service bei den Kunden funktioniert. Und das hat halt diese Access-Provider dazu gebracht, dass die halt nicht mehr so peering-freundlich sind. Sondern dass die halt dafür Geld haben wollen, für das Peering. Es gibt dann halt Modelle, bei denen gibt es halt Paid Peering, das ist das eine. Und das andere ist halt, dass es Traffic Ratios gibt. Das heißt, die sagen so, du kannst mir maximal 2-mal so viel schicken, wie du von mir bekommst.
Ansonsten haben wir ein Thema, da müssen wir nochmal über Kohle reden. Das entwickelt sich gerade so. Es gibt da verschiedene Anbieter, die das so handhaben. Alle großen. Ja, alle großen. Ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, das ist alles ganz cool, was wir hier machen. Das ist auch ganz cool, dass alle Leute es nutzen. Dafür ist es ja da. Aber wir können auch nicht garantieren, dass es in ein oder zwei Jahren noch kostenlos möglich ist. Immer so als Zaunpfahl. Ja. Und uns, also alle, die uns sponsoren, sponsoren uns halt. Und die haben natürlich auch interne Abrechnungsthemen. Ja. Da sollte man sich bewusst sein, dass das vielleicht irgendwann mal auseinanderfällt. Und was man halt auch nochmal sehen muss, ist dann im Grunde halt der Hintergrund. Das heißt, Rainer hat das jetzt getan. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt alles bei diesem bei der Vereinssession dabei war. Gibt es nochmal andere Implikationen? Müsste man sich jetzt die Frage stellen, wenn man das zum heutigen Zeitpunkt nochmal so tun wollte, ob man das tatsächlich dann auch mit einem Freifunkverein tun will. Meine persönliche Meinung ist eher vielleicht nicht. Ja. Ja, das heißt, eine losgelöste Entität zu gründen, die das tut, die nur das tut. Und die dann halt im Grunde das für Freifunk-affin ist und die das für die halt anbietet, so wie wir das im Grunde jetzt auch tun, aber dann halt losgelöst in einer anderen Organisationsform. Was auch immer dann da für ein Label draufsteht, aber vermutlich würde man dann, weiß ich nicht, noch Spekulation, auch mal über Geld reden müssen. Genau. Das, was halt jetzt durch den Freifunk Rheinland e.V. da reingetan wird an Geld, ist ja auch nicht ganz wenig. Wir kriegen nicht alles für lau. Wir müssen die Server kaufen. Wir müssen Switcher und Netzwerkgedöns kaufen, wenn wir es nicht gespendet kriegen. Wir haben es gespendet gekriegt und so weiter und so fort. Wir haben auch die Kosten. Da müsste man halt nochmal drüber nachdenken. Ja. Jo. Ja. Wer wann heute kommt? Wir haben nämlich zu wenig. Ja. Eine Info noch, wir haben ungefähr ein Verhältnis von 1:1, was Traffic angeht, zu Peering und zu Transit. Das heißt, wir schaffen das ungefähr von den 4 Gigabit, die wir gerade gesehen haben, die Hälfte des Traffics weg zu peeren. Das heißt, für den Traffic brauchen wir nichts bezahlen, den schicken wir über einen der Internet Exchanges einfach direkt an das Ziel. So, das ist eine ganz gute Quote. Und wir haben jemanden, der das Ziel erreichen kann. Ja, genau. Oder welchen Kunden hat. Ja, genau. Zum Beispiel die Korrektor. Richtig. Auch probieren wollen. Wenn ihr sagt, es wird dann eventuell kostenpflichtig, in welchem Rahmen würden wir uns dann bewegen? Also was wäre Worst Case? Also der Worst Case am Markt, wenn du jetzt vergoldeten Traffic kaufst bei einem gewissen Anbieter, dann zahlst du 80 Cent. Wenn du nicht den großen Mengen hast. Pro Mbit im Monat. Es gibt so etwas wie eine 505 Berechnungsgrundlage, die besagt im Grunde, dass du samples, dann sortierst du samples, alle absteigend. Und dann wirfst du die obersten 5% weg und das oberste Sample, was dann überbleibt, das ist im Grunde der Wert, der zugrunde gelegt wird für Nachrechnung. Und da rechnet man nach Mbit ab und das Mbit ist ca. halt maximal 80 Cent, in der Realität zwischen 50 Cent, sowas in der Art. Je nachdem welcher Anbieter. Und was ganz wichtig ist halt auch nochmal, dann halt, dass es Anbieter gibt, die das viel günstiger tun. Da kann man halt, das ist halt wie immer im Leben, wenn man wenig bezahlt, dann wollen wir auch nicht viel erwarten. Und das hängt halt stark auch mal von den Vertragsbedingungen ab. Das heißt, wenn ich jetzt einen Vertrag auf 5 Jahre mache und ich mache darauf ein 10 Gigabit Commitment und sage, ich habe einen 10 Gigabit Port, den nutze ich auch mit 10 Gigabit und bezahle Provider auch dafür und ich mache das jetzt in 5 Jahre im Vorfeld fest, dann kriegt man natürlich einen günstigen Kurs. Dann liegt das irgendwo bei 25 US-Cent vielleicht, ist aber dann halt vielleicht auch nicht so qualitativ hochwertig. Ja. Wir haben noch etwas in der Pipe, das heißt, wir werden, so wie der Cross-Connect da ist, in NLAX noch connectieren in Düsseldorf. Wir werden in Frankfurt die Systeme halt neu ordnen einmal. Wir werden den ESIX an den zweiten Router anbinden in Düsseldorf. Der war bis jetzt immer nur an einen Router angebunden. Dafür fehlt uns aktuell halt noch ein Switch, den wir hoffentlich noch bekommen werden. Dann können wir unsere L2-VPN-Strecken ausbauen nach Frankfurt. Das heißt, wir können aus Berlin und aus Düsseldorf direkt Datenverkehr nach Frankfurt schicken. Und wir werden in Frankfurt dann auch den ESIX konnektieren. Das ist halt quasi schon abgesprochen. Der NLA-Export, den haben wir auch schon zugesichert. Den werden wir auch konnektieren. Genau, dann haben wir noch die Initialen, mit denen wir gesprochen haben. In Düsseldorf, habe ich gerade vergessen, genau. Und das ist erstmal der Schritt, den wir. Und wir werden noch die Hamburger an alle drei Standorte konnektieren, die sind im Moment ja nur in Berlin. Genau. Da gibt es 2 Gigabit, die jetzt machen weiter.
Also Rheinland entfernt von Hamburg. Ja. Jo. Dann auf Graz 50 haben wir. Ja. Ja. Ja, aktuell Stand heute Morgen haben wir 34 Communities angeschlossen. Es sind ungefähr 2 bis 3 Monate, die neu dazukommen. Aktuell in der Queue, die wir noch erledigen müssen, sind so 5 bis 6 Stück. Also bei dem Kongress gab es so eine leichte Häufung quasi, weil die wollen das auch gleich quasi dann mit zusammen konfigurieren und hochnehmen. Und da kann man sich darauf einstellen, dass der Traffic dann noch mehr wird. Genau, bis jetzt zur Konnektivität von der Community nochmal 1, 2 Worte. Bis jetzt machen wir das halt händisch, es gibt ein Ticketsystem, da kippt man das rein, dann ist es halt best effort. Wenn jemand Lust und Zeit hat, dann konfiguriert er das. Der Plan ist, dafür ein Tool zu erschaffen, was diese Konfiguration im Hintergrund automatisch macht. Gibt es auch schon UIs für und sowas. Automatisierung haben wir auch schon mit angefangen. Plan war ich, das bis zum Kongress fertig zu machen, das hat halt wirklich geklappt. Ja, aber das ist upcoming. Ich hoffe, dass es halt irgendwann zeitnah am Anfang des Jahres dann halt fertig wird. Also heißt quasi, eine Community meldet sich an, sagt, ich habe hier den Router, das Gateway, was auch immer, ich hätte da gerne Tunnel, klick, 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 einer von uns gibt es frei, ja, dann sollte es schneller gehen. Und bei dem, zeig nochmal das Wüstebild gerade, wo ich letztes Mal. Da wir ja jetzt so ein voll vermaschtes Netz haben mit alles und Schafen überall, werden wir auch euch zwingen, dass ihr 6 Tunnel aufbaut zu jedem unserer Router. Wenn also dann mal irgendwie so ein Standort wie Frankfurt hochgeht, dann kümmert uns das überhaupt nicht, weil uns egal ist, wo der Traffic reinkommt, wir können euch von überall wieder rausgehen. Ja. Das kommt dann mit der Automatisierung auch. Damit vermeiden wir den Traffic quasi zwischen den Standorten und wir können die Bandbreite dafür nutzen. Ein Peer, den wir zum Beispiel in Berlin gelernt haben, also die Routen, die wir in Berlin von jemandem gelernt haben, auch nach Frankfurt weiterzugeben. Momentan bleiben alle Routen, die wir von den Menschen, die am E6 hängen oder am E6 in Berlin hängen, gelernt haben, lokal. Das heißt, die beiden Router kennen die, alle anderen kennen die nicht. Und die werden auch nicht in Düsseldorf oder Frankfurt verwendet. Aber es gibt vielleicht Netzwerke, die sind cooler erreichbar, wenn man den Traffic erst intern nach Düsseldorf oder nach Berlin schickt aus Frankfurt. Als in Frankfurt direkt abzukippen. Frankfurt ist vielleicht unwahrscheinlich, aber von der Systematik her wäre das halt gleich. Dann unterscheiden wir halt sozusagen zwischen Metro-Peers, das sind halt Peers, die wir nur in einem Pop haben, und wir unterscheiden zwischen Global-Peers, das heißt Peers, dessen Routen wir an alle anderen unserer Router weitergeben. Und ja, damit kann man selektiv halt nochmal die Qualität von irgendwelchen Verbindungen verbessern. Und dafür wollen wir dann halt die Bandbreite nutzen, die wir frei bekommen haben, dadurch, dass wir Konnektivität zu den Communities von jedem Router aus erstellen. Ja. Das macht dann auch den Unterschied, ob wir Peering oder Transit benutzen. Wenn wir das durch unser Netz, respektive den DCX, der dankenswerterweise die L2VPN sponsort, von einem Router von uns zu einem anderen pusten und dann über Peering rausschicken, müssen wir es nicht über Transit rausschicken, was uns potenziell Kosten verursacht. Ja. Ja. Wir haben neue Peerings, seit wir an Exchanges sind, für unsere Content-Buden. Wir sind ganz froh über Peerings, wir wollen den Traffic auch loswerden. Den letzten, den wir dazu bekommen haben, ist glaube ich Facebook. Den haben wir konfiguriert, den haben wir auch zum Lohn-Peer gemacht und zu denen machen wir aktuell 100 Megabit Traffic. Also wenn das angeknipst wird. Das ist aber eigentlich gar nicht. Das ist nicht viel. Das nicht mit dem ersten dann. Aber dass der Google macht, ich glaube, 1,2 Gigabit. Ja. Also nur mal um eine Relation zu nennen, ja. Viertel des Traffics. Ja, das ist halt auch schwierig, das zu analysieren, weil wir keine S-Flow-Daten samplen aktuell. Es gibt halt einen Protokollstand, der nennt sich halt S-Flow und es gibt auch Netflow. Der erfasst sozusagen sample-weise Informationen über Datenverkehr, aus welchem Netz kommt der, zu welchem Netz geht der. Und das für uns interessant ist eigentlich, zu welchem anderen autonomen System geht das hin? Oder von wem kommt das zu uns? Dadurch kann man halt rausfinden, so wie der Traffic Flow ist und mit wem man vielleicht noch so ein Peering bauen könnte. Weil Facebook ist zum Beispiel am Ende der X connected physisch, die stecken auch einen Switch. Die haben aber keine Verbindung zu diesem Route-Server, zu dem wir auch verbunden sind. Das heißt, wir lernen deren Netze darüber nicht, sondern man muss dann halt zu Facebook eine E-Mail schreiben und sagen, ich hätte gerne ein Peering mit euch. Und wenn die lieb sind, dann konfigurieren die das und dann hat man halt eine direkte BGP-Sitzung. Das haben wir getan, geklappt, haben wir jetzt. Und die liefern darüber halt größtenteils nur ja, Meta-Informationen aus. Der eigentliche Content kommt ja aus irgendwelchen CDNs. Das heißt, Ackerball ist ein Route-Server. Genau. Der Traffic kommt auch direkt. Also die 100 Megabit sind rein dynamische Inhalte. Also irgendwelche hat geliked und so weiter.
Das ist halt schon relativ viel. Ja. Und das Home sind Katzenvideos. Ja, und interessanterweise auch ein extrem hoher IPv6-Anteil. Das ist ja bei einer Pari gewesen, ne? Ja. Ja, also Hälfte IPv6, also das, Hälfte IPv4. Das liegt halt daran, dass der Content von den beiden hier über V6 kommt, ja, und dass mich jede Community auf V6 ausrollt. Ja. Und das macht ja 15% aus. Genau. Da kommt der 15-Zertifikat her. Ja. Ihr seid quasi Early Adopter, was IPv6 angeht. Genau. Ja. Dann wollten wir nochmal im Grunde mal sagen, mit wem wir das alles irgendwie so erreicht haben, weil wir dachten, das wäre eigentlich ziemlich polite von uns, wenn wir sagen, wir haben Unterstützung bekommen, weil das ist ja nicht selbstverständlich, dass uns irgendwelche Firmen dabei unterstützen, bei dem, was wir tun. Und wir haben halt vom WSX in Berlin halt den Intel Exchange bekommen, den 10 Gigabit Port. Vom WSX haben wir den in Hamburg in Düsseldorf bekommen und auch in Berlin. Ja, bei Airborn haben wir Co-Location aktuell in Düsseldorf, in Interaction. Ja, das ist halt ein Rack, in dem unsere Router hängen. Dasselbe gilt halt bei für in Berlin. Also in Berlin ist ein lokaler Community ISP, ist halt Individual Networks Berlin. Bei dem haben wir halt unsere Router und alle anderen Dinge untergestellt. Die sind selbst eingemietet bei Speedbone, das ist der oberste, das ist halt ein Co-Location-Anbieter, sowas wie Interaction. Und Speedbone hat uns eigentlich einen ziemlich günstigen Kurs für die Cross-Connect gemacht. Das heißt, wir haben halt nur non-recurring Kosten gehabt, wir haben keine monthly recurring Kosten. Das heißt, wir haben einmalig bezahlt und brauchen danach nichts mehr bezahlen. Ja, dann haben wir den ESX gehabt, den ESX gehabt in Berlin, und wir wollten eigentlich den ESX an beide Router bringen, brauchten einen 10-Gigabit-Switch, und was macht man dann? Man guckt, wer verkauft die eigentlich? Geht in Google rein und ruft dann mal die Liste an, so nacheinander. Und bei jemandem hat es dann geklappt, das war Green IT Solution. Die habe ich dann angerufen und haben die gesagt, ja, ein 10 Gigabit Switch können wir halt schon spenden, das ist schon okay. Und dann haben wir halt einen Juniper EX3300 bekommen, den haben wir jetzt dafür genutzt, um beide Router an den Tech Exchange anzubinden. Ja, die SysiLAN, von denen bekommen wir auch IP-Transit. Flex Optics hat uns Optiken geliefert. Mit denen haben wir halt jetzt die Router ausgestattet, um uns halt damit zu verbinden. Weil das halt anders als in vielleicht Firmennetzwerken oder sowas, in der Regel benutzt man halt in dem Umfeld Single Mode. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Fiber-Typen, es gibt da Multimode-Fiber, es gibt Single-Mode-Fiber. Die Optiken für Multimode sind in der Regel ein bisschen günstiger, die Optiken für Single-Mode sind vielleicht ein bisschen teurer. Und ja, in dem Provider-Umfeld dort wird halt meistens Single-Mode verwendet. Genau. Ja. Tja, genau. So, die supporten uns? Genau. Ja. Die werden uns supporten. Genau, was haben wir noch dabei? Genau, den Initiativen, ich weiß, jeder noch kennt die vielleicht, die machen in der Schweiz ziemlich viel mit Fiber. Und die werden uns halt unterstützen in Form von einem 10 Gigabit Port in Düsseldorf, über den wir auch dann mit Transit bekommen. Ja, Host-Server ist halt ein Content-Anbieter, der hostet mal Server, nach dem Namen schon. Und die unterstützen uns halt in Rackspace. Das heißt, wir werden den Pop in Frankfurt einmal anzünden, einmal komplett neu machen, in einem anderen neuen Standort, und werden von da halt auch die Konnektivität dann herstellen. Genau. Ja, jetzt haben wir schon welche, dann haben wir im Grunde welche im Zulauf. Wir haben uns was überlegt, was das wäre eigentlich richtig geil, wenn wir das dann bekommen würden. Wir mussten ja auch irgendwie so eine Wunschliste schreiben. Und die Wunschliste war eigentlich ja, schmerzhaft momentan vielleicht noch das ganze Linux-Geraffel, weil es im guten Umfeld manche Dinge gibt, die einfach wehtun, wenn man ja, damit arbeitet. Und es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man eine Routing-Plattform hätte, die das halt nativ tut und halt schon immer getan hat. Dann ja, genau. Juniper und Cisco wäre das halt dann in dem Fall. Da hatten wir schon mal vorgefühlt. Wir waren ja auf verschiedenen Veranstaltungen halt, um ein paar Menschen kennenzulernen. Und böse Zungen würden sagen, wir hätten da auch rumgeschnorrt.
Ja, das muss mal ich nochmal ein bisschen intensivieren. Aber das Menschen kennenlernen. Genau. Und ja, dann wäre natürlich sehr cool, dann halt irgendwie noch einen DSX-Port zu bekommen, weil das kommt fast Transit gleich, weil da sind so viele Netzwerke konnektiert, dass man halt dieses Ratio zwischen Peering und Transit nochmal deutlich erhöhen kann, dass man noch mehr über Peering los wird. Genau, dasselbe gilt halt für den AM6. Da weiß ich aus einer sicheren Quelle, dass wir da aktuell 220 Mbit zum AM6 machen würden, wenn wir heute den Port hätten. Genau. Genau. Ist hier der Schmerz? Ja, genau, der Schmerz haben wir gerade schon erwähnt. Glückliche Inkontinenz. Ja. Distanz. Inkontinenz. Machen wir jetzt was anderes. Ja. BGP, Inkonsistenzen. Dass auch Quagga selbst nicht mehr wusste, welche Routen es eigentlich von der Gegenstelle gesagt bekommen. Und wir hatten nicht nur unsere Leute Quagga, sondern wir hatten am Anfang, wir bekommen ja einen Transit auch von in Berlin auf Gigabit-Kupfer. Und wir hatten da eine sogenannte Full-Partial-Table, weil die waren intendiert eine Full-Table geschickt, von denen kamen nur 120.000 Routen an. So, aber komplett random, konnte keiner sagen warum, die Config sah super aus und zu irgendeinem Tag war es einfach weg. So, dann war die Table auch immer voll. Weiß keiner warum. Genau. Das hat so viel Achtung. Ja. Alles gut. Genau. Ja. Ja. Dann kam der Tag, an dem haben wir den L2 VPN zu den Hamburgern implementiert. Ich weiß. Oder besser gesagt, die Nacht. Hätte man vielleicht dann, ja. Aber, ja. Ich muss mal kurz erklären, was da passiert ist. Genau. Wir haben den Transit mit den Hamburgern hochgenommen und ich habe angefangen, den Hamburgern die komplette Interpret-Tabelle zu schicken. Das war ja beabsichtigt, das war ja kein Unfall. Der Unfall war der, dass ich ein Attribut an den Routen resettet habe auf 0, nämlich den Eispfad. Und der Eispfad sagt aus, wo kommt das her und durch welche Netze ist diese Information gegangen bisher. Und habe dann da nur unser eigenes Eis eingesetzt versehentlich. Den Rest haben wir halt gelöscht und das sieht dann so aus, als wenn wir die Quelle sind alle IP-Netze im Internet. Man muss ja noch Ziele haben. Genau, also Prefixes. Ja. Das wäre alles nicht so schlimm gewesen, weil das ging ja nur zu den Hamburgern. Die hätten uns quasi all ihren Traffic geschickt, das hätte gepasst. Das wäre irgendwann aufgefallen, wir hätten es gefunden. Leider haben die Hamburger auch einen Fehler gemacht. Die haben nämlich einen Filter gehabt, der gesagt hat, ja, wenn da als erstes AS 201701 dran steht, da wird das schon stimmen. Dann schicken wir das raus an unsere Upstreams. Die haben zum Glück gefiltert, alle bis auf einen. Ja. Die Hurricane Electric hat nicht gefiltert. Die hat es akzeptiert. Ja. Und weiter announced ins Internet. Und dann hat der Dienst hier erkannt, dass uns da ein Fehler unterlaufen ist. Das führte zu ziemlich vielen E-Mails in meiner Mailbox am nächsten Morgen. Und Netzwerk hat uns mit einem Globus, die mich fragten, ey, was machst du mit meinem Präfix? Damit aufhören. Somit war es nach 10 Präfixen vorbei. Also mehr als 10 haben es nicht in die Welt geschafft. Das lag daran, dass auf Seiten Hurricane Electric bei den Hamburgern dran Limited konfiguriert war, dass da nicht mehr als 10 Präfixe announced werden dürfen. Wenn da mehr als 10 von den Hamburgern kommen, wissen die, irgendwas ist verkehrt, wir machen das jetzt mal aus. Gibt es halt verschiedene Strategien, mit denen man, wie man mit Routeninformationen umgehen kann, um die Legitimität von denen zu prüfen. Man kann halt entweder sagen, ich kenne nicht, es wird schon passen, wenn er mir nicht mehr als 10 schickt. So, dann passiert halt das da. Man kann auch sagen, ich akzeptiere nur signierte Routen. Es gibt nämlich auch Routensignierung. Man kann seine Routen signieren, macht nur keiner. Man kann auch die Datenbank befragen. Es gibt für die RIPE in Europa auch Informationen über Routing Policies in der RIPE-Datenbank. Das heißt, wenn man sich jetzt ein AS anguckt, in der RIPE-Datenbank kann man auch machen, das ist öffentlich einsehbar. Geht man einfach RIPE.net, klickt oben in die Suchfeld und gibt zum Beispiel 2701 ein. Sieht man da Import-Statements und man sieht Export-Statements und das sagt halt, von wem man Routeninformationen importiert und zu wem man sie exportiert. Und dann gibt es noch so etwas wie Route-Objekte, die hängen an diesem autonomen System dran und die sagen sozusagen, welche Routeninformationen das AS selber annoncieren darf an andere. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen mich in der Welt konnektieren möchte, muss ich als allererstes für mein Subnetz ein Route-Object anlegen und muss sozusagen damit legitimieren, dass ich überhaupt diese Route verbreite.
Es gibt dann halt auch Provider, die filtern anhand der Informationen in RIPE-Datenbank die Präfixe, die die empfangen. Das geht leider halt nur in Europa, weil es halt in anderen Datenbanken wie zum Beispiel Arian nicht implementiert ist. Aber es gibt halt auch Provider, die das hart filtern anhand der Informationen, die in der RIPE-Datenbank entstehen. Arc Electric ist halt ein US-Provider und in US, damit das Vertrauen des AO-Internet. Ja. Da kann man announcen und die glauben einem das erstmal. Genau. Das ist leider ausgeschafft. Aber auch häufig das Postmortem geschrieben. Ja. Ja. So was dazu zu sagen. Das war's dann. Das war auch mit den Hamburgern zusammen. Genau, wir wunderten uns irgendwann mal, dass wir angeblich Traffic geblackholt haben, überhaupt bei IPv6 Traffic, der über die Hamburger zu uns kam. Also irgendwie war der Weg über Hamburg zu uns kürzer als direkt zu uns. Und lustige Antwortpakete kamen nicht an. Ich glaube, es ging irgendwie auch um das Forum dabei, ich weiß es nicht mehr. Ja, genau. Das ging genau in das Forum. Und es gibt dann halt einen Mechanismus, der sozusagen erkennt, dass IP-Pakete aus einer Quelle kommen, die nicht der Weg wäre, auf dem ein Paket zurückgehen sollte. Dann haben wir halt gesucht und am Ende festgestellt, dass das auf dem Weg an einer anderen Stelle halt so gefiltert wurde. Damit will man halt verhindern, dass halt IP-Pakete rausgehen, die nicht eine legitime Quelle sind. Das ist ja grundsätzlich eine total großartige Idee, also das da gehört überall implementiert. Mach das. Ja. Mach das. Lies das und mach das bitte. Aber nicht auf links, wo man irgendeine Art von dynamischem Routing-Protokoll spricht, weil dann blinkt hier und das geht voll in die Hose und irgendwelche Netzwerk-Admin suchen sich einen Wolf. Ja. Ja. Was ist hier passiert? Wir hatten so eine Begegnung damit auch schon anderweitig. Wir haben nämlich Datenverkehr gehabt, der in ein spezielles Ziel mit sollte. Der wurde aber an einer anderen Stelle angedroppt. Das heißt, wir haben halt jetzt in dem Backbone auch überall diese Filter implementiert. Also noch nicht komplett, aber zumindest für alles, was RFC 1918 ist, schmeißen wir die Daten in die Tonne. Das heißt, BGP-Filter haben wir ja sowieso. Das heißt, wir akzeptieren von Communities nur die Routen von den Netzen, die die auch selber besitzen. Aber IP-Pakete filtern wir halt jetzt auch. Das heißt, wir gucken nach, ob das Ziel aus RFC 1918 ist. Wenn ja, Tonne. Ja, damit kommen wir dann zum Abuse. Abuse ist halt so das, was passiert, wenn man Provider wird. Dann geschehen Dinge über das Netzwerk, so über sein eigenes Netz, die nicht allen gefallen. Dann braucht es dann halt auch irgendwie so jemand, der diese Mails an Abuse-Ad einfach auch mal liest. Und ist halt so, bei so einem Verein hat irgendwie erstmal der arme Vorstand. Und der Vorstand hat gesagt, so ja, Provider sind wir voll für, aber den Abuse wollen wir nicht lesen. Verwerfen kann man den auch nicht einfach so. Und ich hatte halt so durch arbeitsbedingt 4 Jahre Provider-Erfahrung und habe da so gewusst, so mit Abuse geht man so und so um. Und habe dann gesagt, so ja, ich mach das mal, ohne irgendwie zu ahnen, so was da reinkommen kann, wie viel das sein wird. Ich glaube, das wirklich anstrengendste war irgendwie so ein Copyright-Watchdog, der halt irgendwie Peer-to-Peer-Netzwerke überwacht und dann so automatisiert Mails verschickt mit, ja, hier hat irgendwer aus eurem Netzwerk den und den super Blockbuster in schlechte Qualität geshared. Und die haben wir dann irgendwann angeschrieben und gesagt, so, ja, ey, wir verwerfen eure Mails jetzt mal, weil wir können nichts dagegen tun. Es gibt da halt so Netzneutralität und Pico-Peering-Agreement und da können wir nicht mal eben in Traffic gucken und sagen, nee, das ist Torrent, verwerfen wir, weil man kann Torrent ja auch legal nutzen. Also, binär. Es gibt sonst eigentlich ab und zu so Mails von so Honeypot-Servern, die halt sagen so, ja, irgendeine infizierte Windows-XP-Kiste ist unter dem Netz aufgetaucht und hat halt hier irgendwie mit so einem alten Botnetz gesprochen, das wir längst übernommen haben. Und dabei bleibt es eigentlich auch. Und es gab so ein paar Vorfälle, die würden aber alle verunsichern und dazu sage ich nichts. Nein, es ist harmlos. Also. Die Antwort auf diese Fälle, das ist halt immer gleich, wir haben keine Daten, wir können nichts sagen. So. Genau. Also, wir dürfen ja auch, soweit wir das irgendwie wissen, laut dem Datenschutzgesetz hierzulande überhaupt nicht
ermitteln, wer denn unsere Nutzer sind, weil wir denen da keine Rechnung schicken müssen. Das soll jetzt aber nicht der Freifahrtschein sein, nicht mit dem Schwachsinn zu tun. Das geht alles in meine Inbox, bitte nicht. Erstens, das hängt an den armen Mann. Zweitens sind wir auch verpflichtet, sollten wirklich strafrechtlich relevante Dinge kommen, und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Störerhaften und sonst was Blödsinn, ich rede von strafrechtlich relevant, sind wir verpflichtet, den Polizeibehörden zu helfen, das werden wir auch tun. Mit Bandbreitenproblemen aus. Kommt man schon an die Grenze oder ist noch Luft nach oben? Also wir hatten zeitweise am Standort Frankfurt tatsächlich Bandbreitenthemen. Das heißt, da hatten wir zu dem Zeitpunkt zwei Router mit jeweils einem Gigabit und da war keine Art von Multipathing konfiguriert, da ist immer ein Link benutzt worden in einer Richtung und der hat halt schon mal ein Gigabit gepiekt. Da hat es auch Paketverlust gegeben, weil der Link halt congested war. Jetzt ist Frankfurt kaputt, dieses Problem war nicht da. Und an allen anderen Stellen haben wir halt momentan nicht das Problem. Weil, wir haben gesehen, wir haben 4 Gig Demand. Ja. Und können wir uns erzählen, ja, das wird ein Gig, der ist noch nicht da. Das ist ein Gig, der ist da. Das ist ein Gig, der ist da. Das sind 10 Gigs, die sind da. Das ist noch nicht da, was aber gestellt werden damit. Also, das wird nochmal 10 Gig additional. Das wird nochmal eigentlich zusätzlich. Das wird nochmal 10 Gig zusätzlich. Das wird 10 Gig zusätzlich. Das da oben ist 1 Gig. Das ist 10 Gig. Das ist 10 Gig, das ist 1 Gig, das ist 1 Gig, das ist 1 Gig, das wird 1 Gig und das wird 1 Gig. Und wer durchgezählt hat, der weiß, dass 4, glaube ich, kleiner ist als die Summe der genannten Zündung. Genau. Also nein, Brandwerkproblem haben wir keine. Okay. Ja. Ist das was? Wie viele Stunden habt ihr so pro Woche, die ihr investiert? Das ist ja unterschiedlich. Ja, es variiert. Also die ersten Monate, die du gesehen hast, wo nichts passiert ist. Also entgegen einiger Aussagen, die man vielleicht im Forum lesen kann, dass so einer sich von alleine betreibt und dass man an Chimmel Internet Exchanges sowieso keine Daten los wird. Das mit den Chimmel Internet Exchanges klappt hervorragend, sieht man. Und das mit dem Eis betreibt sich von alleine ist einfach unwahr. Also ich würde behaupten, das sind mindestens 8 Stunden. Also in den Wochen, wo wir die Exchanges angeschlossen haben, da geht schon mal ein bisschen Zeit drauf. Ja. Weil dieses Debugging, was wenn der Kernel über die Kernel-Panel kommt, hat halt echt fast eine Woche gedauert und das ist super nervig, weil... Das hat jeden Abend 2 Wochen verhagelt. Mal gegen den Exchange anschließen. Thomas hat das Blech nach Berlin gefahren, hat da was angeschlossen. Unser Hostler in Frankfurt hat da, Düsseldorf hat da was angeschlossen. Ja. Das heißt, die waren unterwegs, ich habe es dann Remote konfiguriert, das heißt, das macht da nicht nur einer, das kostet halt schon von mehreren Zeit. Zweifelsfall machen wir es noch für 4-Augen-Prinzip, damit es halt nicht hochgeht. Policy umstellen. Genau, eine Sache haben wir noch eingeführt, die wir nicht erwähnt haben jetzt, ist die Mailingliste. Es gibt eine Backbone-Enormous-Mailingliste, auf die kann man sich subscriben und wir versuchen eigentlich Changes im Vorfeld anzukündigen. Das heißt, wenn wir irgendwelche Dinge tun, damit Sachen nicht funktionieren oder damit sie wieder funktionieren, einfach subscriben, da schicken wir halt sowas hin, wenn wir irgendwelche Dinge ändern. Genau. Ja. Jetzt sagtest du ganz am Anfang, ob man das nochmal so alles wieder so machen will, wie man es neu machen würde, ist halt die Frage. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, Firefox wächst weiterhin so, wie es jetzt gerade wächst. Im Moment ist halt so, okay, ein paar Communities kommen dazu und ein paar größere Communities dazu kommen, dann wird es auch mehr. Irgendwie explodiert uns die Sache bald ins Gesicht, was Clients angeht. Wo würdest du sagen, wann müssten wir halt, ich kriege jetzt mal von Deutschland weit, eigentlich anfangen, uns da mal hinzusetzen und zu sagen, okay, vielleicht müssen wir uns nochmal, weil wir sagen jetzt mal in 2 Jahren, in 3 Jahren sehen wir jetzt schon, kommen wir irgendwo hin, dass wir gestern, wie lange sind das in der Vorlaufzeit, dass wir sagen, okay, vielleicht sollten wir nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in 5 Jahren mal anfangen zu reden, was quasi, was ist die Version 2 davon? Also, das hängt ja von vielen Dingen ab. Und es sind auch verschiedene Komponenten beteiligt. Also das, worüber wir jetzt gesprochen haben, das ist im Grunde ja nur die Infrastruktur, um 20 Byte zu übersetzen. Ja? Das heißt, wir übersetzen halt hier Byte für IPv4 und wir übersetzen halt die IPv6-Adressen. Das, was da jetzt natürlich nicht berücksichtigt war, sind die ganzen Supernodes. Das heißt, das, was wir da tun, ist ja im Grunde von Content-Netzwerken, Google, Richtung Supernode-Hosting, Hetzner. So, das ist halt nicht so schlimmer Traffic,
Die kriegen wir da irgendwo runter, auch wenn das jetzt sich verdoppelt auf 8 Gigabit. Dadurch, dass es so verteilt ist, ist das da erstmal kein Problem, weil die Menschen das unterstützen. Wo wir ein viel größeres Problem haben aktuell, damit meine ich jetzt uns als bei Voranland, ist das Hosting von Supernodes. Das heißt, wir haben sehr viele Supernodes, das sind 220 Stück, die wir auf irgendwelchen Flächen haben, die wir hosten, die erzeugen, weiß nicht, 8 Gigabit Traffic oder so, alle zusammen. Was mit dem Netz jetzt aber nicht so tun hat. Genau. Das heißt, da reden wir über Traffic, der kommt aus dem Netz per GRE zu dem Supernode und geht von Supernode per FastD oder per L2 weiter, weiter zu einem Knoten. Und das ist Traffic, der geht in Access-Netze. Und das, was über Access-Netze ist, habe ich ja gerade erzählt. Das heißt, das ist halt das Problem, was eigentlich entsteht. Und wenn man das halt komplett betrachtet, dann kann man das einfach mal einplanen, 40 Cent pro Mbit. Ganz einfach. Und wenn man glaubt, das kann halt auch kostenlos gehen, falsch geglaubt, funktioniert nicht. Und selbst wenn wir bei dem kompletten Backbone bleiben und das dem Problem wäre, dann mal ausklammern, den nochmal gerade nochmal jemand gemeint hat, wir kriegen immer mehr Peering oder wir versuchen es zumindest. Ja. Das heißt, das ist gar nicht mal das Problem. Gehen wir mal einen Schritt zurück, warum machen wir den ganzen Scheiß eigentlich? Das ist ja nur ein Legal Stunt eigentlich, um eben diese paar Bits zu übersetzen, weil wir halt dieses dämliche Konzept haben, an dem ja gerade auch politisch geschraubt wird. Wird das schlechter? Müssen wir sowieso gucken, wie stehen wir da noch, wenn es da mal irgendwie eine ernsthafte Aussage dazu gibt, auch eine belastbare. Wird das besser? Können wir das ganze Ding vielleicht anzünden und jeder macht selber. Ja. Und davon hängt ziemlich viel ab, auch von diesem ganzen VDS-Thema, ja, gerade ganze Menge ab. Das, je nachdem, wie sich das jetzt ausprägt, ob wir uns den Schuh anziehen müssen, wir wollen natürlich nicht. Also wenn wir müssen, müssen wir uns überlegen, wie machen wir das? Kommen wir da irgendwie raus? Ja. Worst case, ja. Ja, also ich auch den Standpunkt, wir schalten das Ding ab, wenn wir VDS anschalten müssen. Also der Plan dafür ist eigentlich nur so, dass man das erstmal unter allen Umständen verhindert, das zu tun. Also wird ja irgendwo mal eine Sache geben, wenn das dann halt dauert ja noch, bis es wegfahren wird. Gibt es ja Schlupflöcher dafür, für kleine Provider, vielleicht die keine Kohle haben, um so eine Infrastruktur zu finanzieren. Vielleicht kann man durch eins dieser Löcher durchstufen. Wenn das geht, alles gut. Und wenn es nicht geht und man deshalb gezwungen hat, Daten aufzuzeichnen, bleibt eigentlich nicht mehr viel anderes übrig, als es abzuschalten. Genau, VDS kann ich vielleicht noch zwei Worte zu sagen. Der Verein ist Teil der Verfassungsklage, die, also wir haben die mit unterschrieben und ist auch abgeschickt und auf dem Weg zu den Verfassungsgerichten. Es wird sich zeigen, was da jetzt passieren wird. Es wird auch eine ganze Zeit dauern. Es gibt eine Übergangsfrist von 18 Monaten, bis die Sache dann eben endgültig umgesetzt sein muss. Es gibt ja die VDS bereits, es ist beschlossen und es ist auch sozusagen Kraft, aber es gibt eben diese Übergangsfrist und da wird sich jetzt entscheiden, was ist die Pflicht für die Provider, was haben die Provider überhaupt zu tun, weil die Auflagen dafür kommen nicht aus dem Gesetz, sondern aus der Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur ist die Regulierungsbehörde, die beauftragt die Provider, was sie zu tun haben. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Ja. Dieser Rheinland-Backbone lässt sich nicht dezentralisieren, wenn man Communities hat, die da selber Infrastruktur bauen. Ja, da ist ein Problem mit. Also die Access schon, ja. Wir haben jetzt die Hamburger zum Beispiel. Ja. Das heißt, die Hamburger haben ja keine eigene rechtliche Entität. Die haben von uns ein autonomes System bekommen, die haben von uns ein IPv6-Space bekommen, die haben aus einer anderen sehr, sehr freundlichen Quelle ein kleines Schnipselchen IPv4-Space bekommen. Das war sehr, sehr lecker. Und, das ist auch schon produktiv. Und das kann man natürlich auch so copy-pasten für andere Communities. Was man daneben auch noch machen kann, ist bei Ripe ein Provider-Independent-Adress-Space beantragen V6 und ein Provider-Independent-AS beantragen für eine Community. Das Problem ist damit die Policy. Das heißt, es gibt dann halt Policies, die Ripe ist im Grunde ja nur ausführendes Organ für eine Community. Das muss man halt unterscheiden, es gibt halt Ripe und es gibt halt Ripe NCC. NCC ist sozusagen die Organisation, die die Verwaltung macht, administratives Zeugs tut und Adress-Space zuweist und schaut, dass die Policy dabei immer eingehalten wird. Und die Policy sagt halt, man darf keine Sub-Assignments aus einem IPv6-Block machen. So, das heißt, wenn ich jetzt diesen Block als Freifunknetz bekomme, dann darf ich halt keine Adressen an irgendwelche Menschen rausgeben, die sich ins Freifunknetz einwählen. Das ist halt so ein bisschen doof. Bei PI-Space darf man das. Ja, bei PI-Space darf man das nicht. Und wenn man das nicht tut mit PI-Space, das heißt Provider independent, unabhängig, man kann es mitnehmen zu anderen Providern, wenn der Freifunk Rheinland irgendwann nicht Provider sein sollte, dann kann man es im Grunde halt auch lassen, weil es dann halt nur organisatorisch dezentral ist, aber nicht rechtlich dezentral ist. Das klang auch gerade so ein bisschen einfach, aber zumindest der Anfang, was Thomas gesagt hat, die Hamburger hatten ziemlich viel Glück, ein /24er-Netz zu kriegen. Das war auch von Seite derer, die das gesponsert haben, ziemlich viel Kraft, das freizuschaufeln. Ja.
das zu kopieren ist schon technisch echt aufwendig. Also diese ganze Infrastruktur aufzusetzen, Server 2 und 2 Linux-Kisten irgendwo ins Recht zu schrauben und das zu bezahlen, einen Sponsor zu bekommen, ist, glaube ich, nicht so dramatisch, wie überhaupt den V4-Space zu bekommen und das zu können technisch, um halt im Internet zu sein. V6 ist relativ easy. Ja. Die V4-Abschein. Wenn ich richtig informiert bin, ist Chaos Darmstadt und Freifunk Darmstadt auf einem ähnlichen Weg gerade. Wir haben auch Glück. Glück und gute Unterstützer. Wie sieht es aus, welche Tipps könnt ihr als Leute, die das alles schon mal gemacht haben, ja, jemandem geben, der so startet? Auch im Hinblick auf vielleicht Dezentralisierung, Lastverteilung. Was sind denn eure Ideen dazu? Ja, als allererstes sollte man erstmal, glaube ich, erstmal so irgendwie Erfahrung sammeln. Am besten in TasterDBGN, ja. Also ganz viel rumspielen mit BGP, weil wenn man mit so Menschen redet, die halt im Internet unterwegs sind, dann haben die gewisse Vorstellungen davon, wie man Dinge tut. Und man sollte halt besser die Sachen nicht verkacken. So, weil dann verärgert dann man verärgert irgendwelche Menschen damit. Und Beitritt. Nicht negativ auffallen. Genau, das ist halt echt eine wichtige Sache. Aber ansonsten, weiß nicht. Am besten mal dann wirklich mit uns reden, also da jetzt pauschale Antworten drauf zu geben, ist, glaube ich, schwierig. Sehr schwierig, ja. Das Setup kann man kopieren, das ist natürlich jetzt relativ groß. Ich glaube, für eine eigene Community wird sich das nicht lohnen, das so zu kopieren. Da würde man irgendwie ein, zwei, drei Bleche irgendwo hinwerfen. Zwei reichen ja vermutlich erstmal, kann eins kaputt gehen. Wenn es dann nur in Frankfurt bei uns passiert, kaputt. Aber da kann man bestimmt Lösungen finden. Im Zweifelsfall kann man uns ja auch als Backup nehmen oder ähnliches. Also da sind wir natürlich bereit, dem Glück zu helfen. Wir basteln ja jetzt auch mit den Hamburgern was. Ja. Vermutlich wird es auch irgendwelche Kooperationen mit den Landstädtern geben. Mal gucken, ob da irgendwas geht oder auch nicht. Ja. Mal alles tun. Wir wollen jetzt nicht der alleinstehende Provider sein, wir stehen niemandem im Weg, wir helfen gerne. Genau. Für den Fall, dass wir als Darmstädter uns überlegen, vielleicht theoretisch irgendwann mal sowas Ähnliches zu machen wollen wie ihr, würdet ihr das uns raten oder würdet ihr sagen, nee, also haltet euch das bloß nicht an, macht das für eure Community? Also ich sag mal so, man muss mindestens, also ich würde sagen, so wie wir jetzt hier stehen, das ist das Minimum an Personen, was man dafür braucht, um sowas zu tun. Ja, das heißt, man sollte halt im Vorfeld wissen, dass man genug Personen hat. Das wussten wir vielleicht nicht, hat sich aber glücklicherweise so ergeben. Weil gestartet sind wir halt in geringerer Besetzung, aber es ist halt dann halt doch so, hat sich dann doch so entwickelt. Das ist halt eine ganz wichtige Sache, glaube ich. Man braucht einfach Leute, die das einfach selber auch machen und die da Spaß dran haben und die dann vielleicht auch ein bisschen mitbringen, um das zu tun. Weil das ist halt was anderes, als ein Heimnetzwerk zu konfigurieren. Das muss man halt einfach mal so sagen. Das ist aber auch schwieriger, als die Foren zu konfigurieren vielleicht. Aber es ist auch kein Hexenwerk. Das heißt, man kann sich damit schon mal auseinandersetzen und die Dinge sind halt auch nicht so kompliziert, wie die man scheint. Ich denke, man sollte das nicht tun, wenn man niemanden hat, der mal bei einem Internet-Source-Provider mit BGP gearbeitet hat. Ja. Also, wenn das die allerersten BGP-Erfahrungen wären, dass niemand bei der mal irgendwo was gemacht hat, dann sollte man das nicht einfach starten, weil jemand das mal gemacht hat. Ja. Ja. Das Internet ist kein Spielplatz. Wenn man es versucht, wird man relativ schnell verscheucht. Ja. Tja. Ja. Frage irgendwer noch? Oder? Ja. Haben wir. Bagger. Ja, unterschiedlich. Kannst du jetzt einen Switch hast mit mehreren 10 Gigabit Ports her damit. Wenn du Lust hast, irgendwie einen kleinen Geldbetrag abzugeben, eine Spende vielleicht an den Falken Rheinland e.V. oder Mitglied werden, entweder als Fördermitglied oder als reguläres Mitglied. Ja, geht alles. Genau. Danke, Jungs. Jo, bitte. Februar machen wir einen BGP-Workshop in Herne. Falls jemand Lust hat, für speziell solche Dinge und für vielleicht auch interessiert BGP, können wir mal schauen. Da wollen wir einen Workshop machen, da gibt es eine Akademie in Herne, da kann man auch übernachten. Wer Bock hat, wird das auf jeden Fall nochmal ankündigen auf verschiedenen Kanälen. Ist am 6. und 7. Februar, ne? Ja. Genau.